Hallo lieber Goldsucher. Wenn Sie planen, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen, ist diese Ausgabe genau das Richtige für Sie. Redocoin ist eine dezentralisierte, universelle E-Commerce-Plattform, die eine vollständige Dropshipping-Automatisierung bietet. Das Team von Redocoin besteht aus erfahrenen Spezialisten auf ihrem Gebiet mit Bekan Natmeladze als Vorsitzende und Ansor Nishnianidze als technischer Direktor. Redocoin ist ein funktionierendes Unternehmen mit greifbarem Erfolg und hat bereits Kunden, einer davon ist ein großer Online-Shop Shopex. Redocoin bietet eine Lösung für einen der größten Wirtschaftszweige der Welt. Dropshipping ist weltweit rund 500 Milliarden Dollar wert. Das Unternehmen ist das erste auf dem Markt, das eine vollständige Dropshipping-Automatisierung anbietet. Redocoin sucht, findet und bietet Verkäufern die bestverkauften Produkte zum niedrigstmöglichen Preis auf dem B2B-Markt. Redocoin wird alle Transaktionen im Ökosystem vermitteln. Wenn die Nachfrage nach automatisiertem Dropshipping wächst, wird automatisch auch die Nachfrage nach Redocoin steigen, was den Preis des Redocoin-Tokens in die Höhe treiben wird. Um einen Redocoin-Token zu kaufen, müssen Sie die folgenden Handgriffe durchführen. Das erste, was Sie tun müssen, ist redocoin.com zu besuchen. Klicken Sie auf Buy Now. Dann müssen Sie Ihre Daten eingeben, um ein Konto zu erstellen. Überprüfen Sie Ihre E-Mail und bestätigen Sie Ihr Konto. Danach können Sie sich bei Redocoin anmelden. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche am oberen Rand. Wählen Sie die Wallet, die Sie verwenden möchten, Ethereum oder Binance. Dann müssen Sie Ihre Brieftasche eingeben und auf Add Wallet klicken. Klicken Sie auf Buy Token Now. Wählen Sie entweder Ethereum oder BNB. Geben Sie hier ein, wie viele Redo-Marken Sie kaufen möchten. Klicken Sie auf Make Payment. Kreuzen Sie das Kästchen Pay via Crypto an und ich stimme dem Kaufvertrag zu. Klicken Sie auf Buy Token Now. Dann müssen Sie Ihre Zahlung bestätigen und BNB an diese Adresse senden. Kopieren Sie diese Adresse und fügen Sie sie in Ihre vertrauenswürdige Brieftasche ein. Geben Sie den Betrag ein, den Sie zuvor angegeben haben und klicken Sie auf Weiter. Drücken Sie dann auf Receive und kopieren Sie Ihre Brieftaschenadresse. Gehen Sie zurück zu Redocoin und fügen Sie es hier ein. Klicken Sie auf Confirm Payment. Innerhalb von 6 Stunden erhalten Sie eine E-Mail mit den Informationen. Danach können Sie zu Ihrem Dashboard gehen, wo Sie Ihr Tokenguthaben sehen. Der Vorverkaufspreis des Tokens beträgt 0,34 US-Dollar plus 12% Bonus. Der anfängliche Preis des Tokens an der Börse beträgt 0,6 Dollar. Der Verkauf begann am 7. September und das Ende des Tokenverkaufs ist der 10. November 2021. Ab dem 10. November wird Redocoin auf PancakeSwap und auf Hotbit platziert werden. Also beeilen Sie sich! Redocoin hat ein großzügiges Bonusprogramm und ein Empfehlungssystem für diejenigen, die eine breite Palette von Kommunikation haben. Um Ihren eigenen Online-Shop mit Direktlieferung zu starten, können Sie Redocoin noch heute kontaktieren, indem Sie an die offizielle E-Mail schreiben. Redocoin bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Webseite mit voller Admin-Panel-Kontrolle. Redocoin wird bis zum 3. Quartal 2022 eine funktionsreiche, innovative App für einfache Geschäftsabläufe entwickeln. Die App wird über eine SRM-Lösung verfügen, die Statistiken, Kunden- und Marktinformationen verwaltet. Die Möglichkeiten, Werbeaktionen zu erstellen, Werbekampagnen durchzuführen und mehr Kunden anzuziehen. Ein integriertes E-Wallet für die Verwaltung Ihres eigenen digitalen Vermögens und Ihrer Geschäftsgewinne.
keine Servicegebühren, keine Zwischenhändler und Live-Chat mit Kunden und Verkäufern. RedditCoin hat die Prüfung von TechRate mühelos bestanden. Es besteht die Sicherheit und Qualität seines intelligenten Vertrags. Wie Sie verstehen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um Reddit-Token zu kaufen. Denn nach dem Vorverkauf wird der Preis der Token steigen und der Prozentsatz des Bonus, den Sie erhalten, wird sinken. Schreiben Sie in den Kommentaren, ob Sie ein kleines Unternehmen führen und welche Probleme Sie dabei hatten. Und das war Lia mit euch. Ciao, ciao!